Ihr Bundestrollamt für gegen digitalen Hass informiert. Sehr geehrte Netzbenutzerinnen und Nutzer, liebe Twitter und Twitterinnen, hallo Follower. Laut einer aktuellen Studie der Webverbesserungskommission gibt es drei Dinge, die die User bei der Netznutzung, also bei der freien Entfaltung ihrer Persönlichkeit im internationalen Internet erheblich stören. Langsame Verbindung, Pop-up-Werbung für Pop-up-Blocker und Hasskommentare. Neidische Transenfotze, schneid dir den Schwanz und die Titten und den Kopf ab in dieser Reihenfolge. Alles muss man selber machen. Alter, tötet das Ding, bevor es Eier legt. Laut Grundgesetz ist es jedem Menschen in Deutschland freigestellt, ob er Eier legen möchte oder nicht. Beleidigungen dagegen sind strafbar. Denn Hass ist keine Meinung. Nicht mal im Internet. Machen Sie mit. Laut und freundlich.